Ich bin's wieder, der Peru bei Peru Plays. Zocken, chatten, chillen. Heute eine kleine Premiere. Wir zocken nämlich das erste Mal hier auf dem Stream den Fernbus-Coach-Simulator mit dem Flixbus. Ich habe lange überlegt, machst es nicht, holst ihn dir nicht. Letztendlich hat das kleine Teufelchen auf der rechten Schulter recht behalten. Ich hab's mir geholt. Und ja, deshalb werden wir es auch heute zocken. Und ich bin noch so ein bisschen am Kämpfen mit der Steuerung. Ja, das ist jetzt hier so eine Mischung aus Tastatur und Controller. Aber ja, werden wir sehen, wie das läuft. Ne? So, ich habe schon mal ein bisschen angespielt. Ich spiele im Karrieremodus. Das heißt, wir schalten die weiteren Städte frei mit jeder abgeschlossenen Fahrt. Ne? Das heißt, momentan haben wir noch, vielleicht können wir mal reingucken, noch nicht so das Riesengebiet freigeschaltet. Also hier Potsdam, Berlin, Magdeburg, die Ecke, das ist alles noch dicht. Genauso natürlich wie Bayern und der Osten, der wilde Osten. Gut, ja, das werden wir uns mal so nach und nach holen, würde ich sagen. Ich will jetzt nur überlegen, ob wir mal eine längere Tour machen. Also das sind jetzt hier so die meisten Strecken, die ich schon gefahren bin. Jetzt habe ich hier was Längeres zum Beispiel. Hamburg, Hannover, Braunschweig nach Halle. Das wären zumindest schon mal zwei Haltestellen, die wir noch nicht entdeckt haben. Und ja, ich glaube, das könnten wir mal machen. Fahrzeit, lass mal gucken. Zeigt er mir das? Nach Halle. 5 Stunden, 17 Minuten. Moment, das sind Hamburg? Ach, der fährt gar nicht über Hannover. Über Braunschweig und dann nach Halle. Drei Halte. 427 Kilometer. Lass ich erstmal so. Jetzt bin ich... Habe ich jetzt die richtige Strecke gewählt, Freunde? Ich bin so nervös. Ach, guck mal, Kassel hier sieht auch nett aus, ne? Hamburg, Bremen, Osnabrück, Bielefeld, Paderborn, Kassel. Wie lange ist die Strecke denn? Warte mal. 9,5 Stunden. Rubbel die Katz. Ach du lieber Himmel. Also ich würde sagen, wir backen erstmal kleinere Brötchen und nehmen die Strecke mal nach Halle. Also wie gesagt, Braunschweig und Halle sind ja auch noch nicht freigeschaltet. Das würde sich ganz gut treffen. Wie gesagt, wir spielen realistisch. Das heißt, wir starten dann auch auf dem Betriebshof, auf dem Depot. Ich nehme mal vorsichtshalber eine etwas frühere Zeit. Ich will jetzt auch nicht gleich so, ja, in die Rush-Hour rein. Gehen wir mal so auf 7 Uhr. Das ist eine gute Zeit, glaube ich. So, heute ist der 24. Wir spielen in Realzeit. Und ja, welchen Bus nehmen wir jetzt? Ich habe mir die Platin Edition geholt. Sind ein paar Busse mehr drin. In der Standard ist ja nur der Lions Coach drin und der Lions Coach C. Hier haben wir jetzt noch den Neoplan und die Serie von den Comfort Class Bussen. Ich würde sagen, wir nehmen gleich mal den kleineren davon hier, obwohl es eine ziemlich lange Strecke, ne? Sollten wir vielleicht mal einen größeren nehmen, wa? Nehmen wir den mal. Boah, ich bin so gespannt, Leute. Jetzt kann alles passieren, Freunde. Hier kann alles passieren jetzt. Aber ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Grafisch und auch so von der Stimmung her. Die Lenkung ist ein bisschen komisch. Also gut, das ist natürlich zum einen Teil dem geschuldet, dass ich über Controller spiele, also über Gamepad. So. Aber ich glaube, die ist allgemein nicht so leichtgängig. Oh, wir sind im Morgengrauen hier. Hier haben wir unser Depot, da können wir mal ganz schnell reingucken. Dann machen wir so einen kleinen Rundgang für alle, die das Spiel noch nicht auf dem Speicher haben. Finde ich sehr nice gemacht. Ich habe mal gelesen, im Depot soll man angeblich auch tanken können. Ich sehe hier aber nirgendwo irgendwie eine Zapfsäule oder irgend sowas. Aber egal, das soll jetzt unser kleinstes Problem sein.
Dann machen wir mal das gute Stück Startklar. So, mit F9 geht die Tür wieder zu. Jawohl. Anzeige aktivieren. Ah, da sehen wir sie. Sehr schön. Halle über Braunschweig. Linie 3. War es Linie 3? Naja, egal. Okay, also was ich ganz sympathisch finde, ist, dass hier doch einige Knöpfe zu drücken gibt, dass er unten links immer einblendet. Ja, also, ne, solltest du jetzt mal das machen hier. Finde ich sehr nett. Das finde ich auch sehr nice. Wir haben einen eigenen Radiosender oder mehrere. Die kriegt man bei der Platinum Edition mit, umsonst, dieses Add-on. Gibt es auch Verkehrsmeldungen und so. Das finde ich eine nette Abwechslung. So, dann machen wir mal die Klimaanlage an für die Frostbeulen. Die stellen wir aber auch gleich mal ein. Ja, die sind immer alle ziemlich verfroren. Da gibt es dann, habe ich schon erlebt, die machen dann hier Beschwerde und so, ne? Die sind dann ganz böse. So, dann drehen wir mal. So, das sollte eigentlich reichen für die Frostbeulen. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen, was müssen wir noch machen? Wir müssen die Leselampen freischalten, wir müssen das WLAN freischalten und auch nicht ganz unwichtig, die Toiletten, weil sonst gibt es hier Tabula Rasa, dann gehen die richtig steil. So, jetzt lass mal gucken, jetzt müsste ich das Licht im Passagierraum eingeschaltet haben. Das sieht auch so aus, warte mal, ich stehe mal kurz auf. Hä? Ist es da nur nicht an? Nein. Soll nicht an. Warte mal. Ich will das Licht anmachen. Warte mal, jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Wir müssen uns sowieso einloggen in unser Handy hier. Damit bestätigen wir auch unsere An- und Abfahrtszeiten. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Steuerung. Weil ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das sind so alles Sachen, wenn du es nicht machst, dann gibt es gleich hier Großbeschwerden. Und das wollen wir ja vermeiden, nicht wahr? So, also, wir brauchen die Beleuchtung für den Fahrgastraum. Ach, das ist bei dem Bus anders. Das ist tatsächlich eine andere Tastenbelegung hier. Hier ist es die Raute-Taste. Na gut, dann machen wir das. Zurück. Zack. Jetzt aber. Gut. Dann können wir unseren Bus abfahrbereit machen tatsächlich. Feststellbremse lösen. Licht wäre nicht schlecht, Freunde. Ist ja noch ziemlich dunkel. Und los geht's. Also bitte, wie gesagt, nicht wundern, wenn das zuerst so ein bisschen oder durchgehend ein bisschen eierig aussieht jetzt hier. Ich spiele es wirklich erst den ersten Tag. Aber wenn wir versagen, dann glorreich. Was ich vor allen Dingen schön finde, also ist ja, wir starten in Hamburg, meine Perle, meine Heimat. Und diesen Busbahnhof, den kenne ich nur allzu gut. Also wenn ich mal Muttern so besuche, ne, zu Weihnachten, Geburtstag, wenn ich mal Zeit habe, bin ich auch ab und zu mal mit dem Flixbus hochgefahren. Und ja, da kenne ich den ganz gut. Und ich finde, die haben den echt gut getroffen. So, ich hoffe, der Stream passt für euch, auch von der Bildqualität. Ich spiele nämlich hier jetzt auf Vollbildschirm. Ich habe nur einen Monitor. Das heißt, ich kann es nicht sehen. Also sollte irgendwas nicht passen, sagt mir bitte Bescheid. Ich habe hier jetzt auch für das Spiel ein paar Sachen schon korrigiert in der Einstellung. Die Busse haben, finde ich, eine sehr extreme Neigung in den Kurven. Die habe ich mal ja, reduziert. Und auch diese intelligente Kamera habe ich mal ein bisschen festgesetzt. Ich kann so nicht fahren, wenn dauernd die Kamera irgendwo woanders hin will als ich. Also es sollte jetzt einigermaßen klappen.
So, jetzt müssen wir erstmal zum Hamburger Hauptbahnhof. Da befindet sich auch der Buszopp. Auch die Bremsen, das ist alles noch. Aber was ich geil finde, die Kennzeichen stimmen. Also egal, wohin man fährt. Hier zum Beispiel in Hamburg sieht man auch sehr oft nicht nur HH für Hansestadt Hamburg, sondern auch aus der angrenzenden Region Pinneberg zum Beispiel. Hier vor uns haben wir zum Beispiel ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen PI. Das sind so die Kleinigkeiten, das finde ich gut gemacht. So, dann fahr mal. Ah, sehr schön. Der Hamburger Fernsehturm. Als Kind bin ich da mal hochgefahren. Jetzt ist er ja schon seit einigen Jahren dicht. Das finde ich so schade. Da gab es oben auf der Aussichtsplattform dieses berühmte drehende Restaurant. Das war Hammer. Also ich glaube, die Plattform hat, glaube ich, so eine Stunde gebraucht für eine Umdrehung oder dreiviertel Stunde. Und währenddessen konnte man eben halt essen oder Kaffee und Kuchen gab es dann nachmittags. Ne? Da waren dann die ganzen Rentner oben, haben die Aussicht genossen. Und ja, momentan gibt es das schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Finde ich sehr schade. Ich hoffe mal, dass sich da jetzt mittlerweile ein neuer Investor gefunden hat, der da wieder was aufzieht. Als ich das letzte Mal da oben war, hatten sie Bungee-Sprünge vom Fernsehturm. Absolut crazy. Ich finde das aber auch hammerhart. Hier ist also wirklich alles detailliert nachgebildet. Nicht nur von außen, also auch von innen. Jetzt sehe ich gerade dieses Lens Flare. Also das finde ich so ein bisschen unnötig. Also das würde man so, jetzt wie wir es gerade gesehen haben, gar nicht so reell sehen. Also ich glaube, das schalte ich das nächste Mal auch aus. Genau, Flashbase FM. Das ist ein Add-on, wenn ihr also nur die einfache Version habt vom Fernbus-Simulator. Kostet 3-4 Euro, ist wirklich nicht teuer, aber ist echt ein Zugewinn. Also für die Originalstrecken vom Fernbus gibt es dann auch noch tatsächlich zutreffende Verkehrsansagen, Durchsagen. Also es lohnt sich tatsächlich, da mal ein Öhrchen zu opfern. Ja, also mit den Kurven hier bin ich sehr vorsichtig, wie ihr seht. Ganz einfach, weil die Steuerung für mich hier so ein bisschen schwammig ist. Deshalb bin ich dann sehr bedächtig, teilweise auch ein bisschen zugegebenermaßen übervorsichtig. So, und da hinten rechts sehen wir schon den Hamburger Buszopp. Und jetzt sehen wir gerade wieder so... Ich habe es jetzt schon auf minimal gestellt. Jetzt sind wir zwar auf dem Bordstein gefahren, aber gleich in der Kurve merkt ihr auch nochmal diese Neigung. Entschuldigung. Obwohl ich das jetzt schon auf minimal gestellt habe, ist es noch ziemlich deutlich zu sehen, finde ich. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier... Kurbel, 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 Kurbel. Nein! Fuck. Das wollte ich doch gar nicht. Oh, mit Rücksichtskamera. Das ist ja wohl geil. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das sehe. Das ist ja geil. Das fetzt, Freunde. Das finde ich richtig, richtig gut. Geil gemacht. So, Vorwärtsgang wieder rein. Ja, mit der Gangschaltung ist auch so... Ich muss mal sehen, wie ich das optimal vielleicht nochmal so ein bisschen umstelle auf den Controller. So, momentan ist die Mischung noch nicht so optimal. So, da stehen die Kollegen auch schon und warten auf uns. Ja, die Bremsen sind auch so ein bisschen schwergängig, finde ich. Aber egal. So. Wie gesagt, wir spielen im realistischen Modus. Das heißt, jetzt erstmal... Boah, ist der laut. Machen wir erstmal natürlich...
Gepäckfächer auf, sonst können die ja nicht ihr Gepäck ablegen. Auch wieder so ein Detail, was ich richtig geil finde. Na, du bist hier richtig aktiv, ne? Das ist... Jetzt sehe ich gerade, ich habe vergessen, die hintere Bustür aufzumachen. Das holen wir gleich mal nach. Jawohl. So, dann lassen wir die Leute mal einchecken hier. Was machst du denn da für Übung? Ja, grüezi. Servus, Oide. So, also Express-Check-In gibt es auch. Sehr schön. So, und du da? Nach Braunschweig, das passt auch. Wer sind Sie? Wohin wollen Sie? Nach Braunschweig, jawohl. Nach Halle, jawohl. Wieso sagen die alle Grützi? Wir sind in Hamburg, da sagt man Moin. Leute, wie seid ihr denn unterwegs? War es das schon? Waren das alle? Nee, da stehen noch welche. Hey, ich dachte schon, so wenige können das nicht sein. Nach Halle? Na, Schätzelein, wohin geht's denn? Da bist du gerade falsch. Wir fahren leider nicht nach Gelsenkirchen. Ich hätte dich sehr gerne mitgenommen, Süße. Magdeburg ist auch leider nicht meine Richtung. Also noch nicht. Jo, dann haben wir die ganzen Seppeln doch schon mal gebucht. Jetzt muss ich erstmal gleich gucken, wann wir Abfahrt haben. Dass wir im Fahrplan bleiben hier. Kamar, ich grüße dich. Pünktlich zur Premiere von unserem Flixbus hier. Ja, der Herr wieder. Unser Schachviktim. So. Aber danke nochmal für den Tipp mit dem Mikro. Ich steig da irgendwie nicht hinter, wieso der das so macht. Aber ist egal. So, Abfahrt ist um 7.02 Uhr. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit, das ist gut. Dann gucken wir hier mal. So, Abfahrt, wie gesagt, ist um 7.02 Uhr. Ankunft Braunschweig 9.56. Ja, da halten wir ja echt nur kurz. 4 Minuten. Nee, noch nicht mal. 2 Minuten. Oder was? Nee, Moment. 11 Uhr, 15 Minuten. Nee, eine Viertelstunde Pause tatsächlich. Okay. Ist ja fett. Okay. Dann gucken wir mal nach außen, ob alles stimmt. Fahrzielanzeige etc. Ja, wunderbar. Halle über Braunschweig. So, Ladies and Gentlemen, noch irgendjemand, der mit möchte? Wenn nicht, dann nicht. Dann können wir ja hinten schon mal die Butze dicht machen. So, schauen wir mal, ob das auch so passiert ist. Jawohl. Ja, so gut kenne ich mich mit der Steuerung noch nicht aus. Ich gehe aufs Nummer sicher hier. Ah, wunderbar. So, ich mache es mir jetzt mal gemütlich. Wird ein paar Minuten länger, die Fahrt. Was schön ist, wir werden so schön in den Sonnenaufgang reinfahren. Richtig nice. Aber ich werde es ganz relaxed fahren. Ich werde nicht allzu sehr auf den Fahrplan achten. Also mir ist gerade momentan, gerade zum Anfang, jetzt wichtiger, dass wir heil ankommen, mehr oder weniger. Ach, guck mal, da vorne steht ein alter Flixbus. Da steht sogar noch mein Fernbus dran. Das waren ja mal zwei verschiedene Firmen. Flixbus hat ja meinen Fernbus geschluckt. Wie so viele kleinere Betriebe mittlerweile. Aber ich finde es wirklich interessant. Hamburg hier, der Busstop ist wirklich akkurat wiedergegeben. So kenne ich den auch. Was ich merke ist, dass wir immer auf diesem
Bussteig ankommen. Wir fahren nie in diese Nischen, die wir hinten gesehen haben, als wir reingefahren sind. Das ist immer hier dieser Busparkplatz. Aber ist okay, kommt man schön einfach mal rein und wieder raus auch. Ja, kannst ja wieder vorbeischauen, wenn du fertig bist, kann man. Oder wenn die fertig sind. Ich bin hier. Ja, ja, wie immer. So, ich bin sowieso entspannt. Ich habe noch 2 Minuten Zeit. Ich lehne mich hier zurück. Die obligatorische Zigarette vor der Fahrt, ne? Wie wir das so machen, wir Busfahrer. Da bin ich mal sehr gespannt, welches Gebiet wir danach freischalten, beziehungsweise wie weit sich unser Einzugsgebiet erweitert. Wie gesagt, im Karrieremodus erweitert er sich mit jeder abgeschlossenen Fahrt. Beziehungsweise wenn wir neue Busbahnhöfe auch anfahren, die wir noch nicht kennen. Also auf unserer Tour ist es dann, wie gesagt, Braunschweig und Halle. So, ein Minütchen noch, dann geht's los. Dann melde ich unsere Fahrt schon mal an. Das ist wichtig, damit die Kollegen mich wissen, dass wir unterwegs sind. So, damit ist die Fahrt angemeldet. Wir nehmen schon mal den Winker raus. Tür können wir schon mal zumachen. Läuft. Also dieser Komfort ist wirklich ein richtig schöner Bus. Bis jetzt auch einer der am besten zu lenkenden Busse, für meinen Geschmack. Also es ist bei allen ein bisschen tricky, also vor allem mit Controller. Aber es geht. Es ist Übungssache, sage ich mal. Ne? Das ist. Aber wenigstens haben wir ein Radio hier, mit Verkehrsfunk, allem drum und dran. Also für Entertainment an Bord ist gesorgt. Es gibt sogar Bildschirme zum Ausfahren. Wofür die sind, ich weiß es nicht. Wir haben ja eine bordeigene Durchsage. Ich weiß nicht, lassen wir da Filme drauf laufen oder so? Ich habe das beim Flixbus noch nie gesehen. Also die Videomonitore. So, dann legen wir mal los. So, ganz vorsichtig. So, Pflanzgummibäume, ich komme. So, dann werden wir gleich mal in der nächsten Ampel schon mal die berühmte Durchsage starten lassen. Ist alles dabei hier in diesem Simulator. Das finde ich schon sehr geil. Also man hat die Originalansagen, Bordansagen vom Flixbus. Es ist schon ganz witzig. Da haben sie wirklich an alles gedacht. Dank der Lizenz natürlich von Flixbus. So, los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel anstreben. Ich wusste gar nicht, dass die ihre Fahrgäste duzen. Das ist mir ja ganz neu. Bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Yo. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet. Ja. Und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Das ist doch schön. Luxus an Bord hier. Es kommt die ganze Chose gleich nochmal auf Englisch. Profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragen. So, unser nächster Halt wäre dann also Braunschweig, 254 Kilometer entfernt. Ankunft sollte sein um 9.56 Uhr. Ja, mal sehen, ob wir das schaffen. Dann bleiben wir gleich mal links, glaube ich. Das läuft besser.
Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. At the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions. Ich glaube, ich stehe auf der falschen Spur. Ich dachte, ich könnte jetzt hier auch geradeaus weiterfahren. Na gut. Ich hoffe mal, die KI ist so intelligent, uns reinzulassen gleich. Nein, ist sie nicht. Also, um die Frage zu beantworten. Also, ich weiß nicht, was für ein Knirschen war, siehst du, sag ich doch. Ja, ist ja gut. Ich wusste es, ich wusste es. So, jetzt aber links einbiegen. Das ist so fies. Also an der Ecke erwischt es mich jedes Mal. Ich merke mir das nicht. Das ist. Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert, also. A relaxing journey. Haben wir Massagedienst mit dabei oder wie? Also ich habe Flixbus-Reisen, so sehr ich das auch schätze, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also relaxed war das nicht so unbedingt. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wer da gerade neben einem sitzt, als Fahrgast. Also gerade hier im Kurvenverhalten, das sieht man jetzt sehr schön. Da muss ich immer sehr nachsteuern. Das ist, naja, also er geht immer sofort wieder zurück in die Grundsteuerung. Ich glaube, das muss ich auch nochmal ausschalten. Weil er geht immer sofort, sobald ich ein bisschen nachlasse, wieder zurück in die Grundsteuerung. Deshalb eier ich so auch in Kurven, weil ich immer wieder noch steuern muss, weil das Lenkrad wieder zurück will. Also ich glaube, mit dem Lenkradcontroller ist es kein Ding. Aber mit dem Controller müsste ich es, glaube ich, ausschalten. Glaube ich. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, welche Abzweigung wir da gleich nehmen müssen. Das Navi ist okay, finde ich aber besser gemacht jetzt zum Beispiel beim Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator. Also das ist manchmal so ein bisschen missverständlich. Guck mal, jetzt zeigt er hier zum Beispiel an, so halb nach links. Das sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Also da war jetzt gerade massiv die Gefahr, falsch abzubiegen, weil es eben halt, ich finde, nicht so einwandfrei klar dargestellt war. So, ich fahre jetzt auch mal die 100 nicht voll aus. Wir machen das, wie gesagt, gemütlich. Die Polizei, dein Freund und Helfer da vorne. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese Fahrt läuft. Ah, das ist das. Ich kann nicht wirklich präzise gerade lenken. Das ist das. Ich muss das umstellen. Also, dass der immer wieder zurückmoppelt hier. Ah, den Kollegen von der Polizei fahren wir lieber nicht hinten auf. Wäre suboptimal. Ich glaube, das gibt Abzüge in der Bewertung. So. Also ich erhebe heute keinerlei Anspruch auf Schönheit, was die Fahrt angeht. Hier haben wir jetzt auch wieder diese Neigung. Obwohl ich das auf Minimum eingestellt habe, ich finde das immer noch ziemlich stark. Das ist ein Bus und kein Hochseeboot im Sturm. Na, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ganz ehrlich gesagt. Hast du die Warnung nicht gelesen in der Stream-Mitteilung? Ihr habt gewusst, worauf ihr euch einlasst. So. Ja, das ist das, was ich meine. Es ist. Ich konnte ihn jetzt eben überhaupt nicht richtig lenken. Das geht nicht, ne? Das ist. Hallo. Wieso fährt er jetzt nicht?
bekomme ihn nicht gewendet. Was geht? Warte mal. Ach, guck mal, der hat sich hier wunderbar eingekeilt. Warte mal, aber es gibt die Taste Bus auf Spur zurücksetzen, Gott sei Dank. Ach, Leute, ja gut, das gibt jetzt Abzüge. Aber wir machen weiter. Wir sind hart im Benehmen. Aber das war genau das, wovon ich rede. Wenn ich über die Lenkung hier spreche im Spiel. Also, definitiv bei der nächsten Partie werde ich das umstellen. Ja, also für jede Fahrt gibt es je nach Leistung zum Abschluss XP. Und ja, die beeinflussen eben halt die neuen Gebiete, die freigeschaltet werden. Ich habe mal ein bisschen gestöbert, gibt ja einige Add-ons. Gut, den Großteil habe ich jetzt mit der Platinum Edition hier. Aber es gibt zum Beispiel Frankreich. Scheinbar ein bisschen früher als erwartet. Wurde aus Versehen vorab veröffentlicht. Soll aber jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, funktionieren nach dem Update. Also da kommt, glaube ich, noch einiges. Also wenn ich das hier noch hingefuchst kriege mit der Steuerung, dann ist das, glaube ich, ein sehr geiler Simulator. Also er macht jetzt auch schon so Spaß. Bloß wie gesagt, mit der Lenkung, das macht einen manchmal wirklich wahnsinnig. Und dann komme ich mal zu Situationen wie eben, wo man also wirklich komplett die Kontrolle verliert. Das kennt man anders von anderen Simulationen. Wie gesagt, ne, zum Vergleichswert, ne, Bus Simulator 18, die Truck Simulatoren von SRS oder wie heißen die? SCS? Keine Ahnung. Egal, aber da ist es, finde ich, besser umgesetzt von der Steuerung. Also selbst am Controller fährt man da sicherer. Na, hier kommt ja wieder dieses Gegenlenken in die... Ja. Ja, das ist das, ne? Das ist... Ach komm, jetzt sind wir schon bei 100 km/h. Das so schnell wollte ich gar nicht. Ah, lass mich mal ein bisschen runterrollen. Weil sie die ersten Testläufe haben gezeigt, ich muss gar nicht so die Höchstgeschwindigkeiten ausfahren, um das Ziel wirklich zu erreichen. Also ich habe mal die letzte kürzere Fahrt gemacht, da bin ich, ich glaube, Durchschnittsgeschwindigkeit sogar nur 80 gefahren und war immer noch ein paar Minuten früher da sogar, als der Fahrplan es verlangt hat, trotz relativ starken Verkehrs. Also ich versuche das jetzt hier, mal sehen, ob das hier auch klappt. Dann bleibt das Ganze auch ein bisschen... steuerbarer, ne? So, jetzt gehe ich mal hier ganz rechts auf die Spur. Jetzt ist es mir safer in dem Moment. Ah! Leute! Das macht mich jetzt wieder gerade... Boah! Schon wieder so ein Ausrutscher. Zum Glück war da jetzt kein Auto. Gut, zumindest haben wir jetzt vor uns so relativ freies Feld. Noch 160 Kilometer bis Braunschweig, unser erster Halt. Also sie haben sich auch schon ein paar Sachen einfallen lassen. Ne? Es gibt Absperrungen, wo man Umleitung fahren muss. Es gibt Polizei- und Radarkontrollen. Also die Häufigkeit dieser Events kann man natürlich einstellen. Aber ich lasse die gerne drin, weil es lockert das Spiel natürlich ein bisschen auf. Also ich muss sagen, die Landschaft gefällt mir schon sehr gut. Die haben sie sehr schön gestaltet. Ein Blick auf die
Mittelerde. Machen wir mal lauter. Hamburg zwischen Hannover und Hamburg. Achtung, am rechten Fahrbahnrand ist ein Feuer ausgebrochen. Bitte nichts Brennendes aus dem Fenster schmeißen. Vorsichtig dran vorbeifahren. Dann erst posten. Das war aber noch nicht das Ende. Auf der A7 Richtung Frankfurt am Main zwischen Hamburg und Hannover. Vorsicht auf der rechten Fahrbahnseite, ein umgekippter Wohnwagen mit NL-Kennzeichen. Das hat irgendwas von, versteht sie Spaß. Ja, das kannst du wieder leiser machen. Nein, aber ich finde es immer schön, diese Durchsagen zwischendurch, die Verkehrsdurchsagen. So, und unsere Fahrt führt uns nach Halle über Braunschweig, das ist unser nächster Halt. In 135 Kilometern, wie ich gerade sehe. Na komm, fahr vorbei. Junge! Mein Nagel ist angerissen. Und das ist so ein bisschen doof am Navi. Also ich habe jetzt wirklich in letzter Sekunde gesehen, was er wirklich wollte. Muss mich echt dran gewöhnen. Aber egal, wir sind ja noch, wie auch immer, auf der richtigen Spur gelandet. Eine super empfindliche Steuerung hier. Das korrigieren wir nach der Fahrt auf jeden Fall. Weil man kommt da schon leicht ins Schwimmen, gerade wenn man am Controller spielt. Ich glaube, mit dem Lenkrad-Controller geht das wesentlich besser mit der Einstellung. Aber mit dem Gamepad, glaube ich, ist das alles andere optimal hier, was wir gerade machen. Aber es funktioniert. Noch jedenfalls. So, ich glaube, ich werde mal ein bisschen mehr auf die Schilder als auf das Navi gucken. So, nach Braunschweig sollten wir uns langsam rechts einordnen, okay. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Boah, diese schwimmende Lenkung. Das ist kein Elchtest. Was aber geil ist, sind die Kommentare natürlich von den Fahrgästen. Ich glaube, ich werde mal so Kotztüten verteilen oder irgend sowas. Bei der Fahrt werden die wahrscheinlich die gut gebrauchen können.
Ja, hätte er mal den Streamtitel gelesen, dann hätte er gewusst, was auf ihn zukommt. So, Braunschweig nach rechts. Oh, jetzt kommt so eine Schleife. Das ist das, wo ich gruselig finde bei der Steuerung. Wenn du in so eine langgezogene Kurve rein musst. Ich werde da jetzt auch sehr vorsichtig durchfahren, soweit möglich. Alter! Darum soll man sich also anschneiden. Ja, und hier schwimmt's wieder. Das ist jetzt echt schade. Na egal. Ja, leichter Unfall. Volles Programm hier. So, Richtung Berlin, hoffe ich, ist richtig. Gott sei Dank, nur noch 70 Kilometer bis Braunschweig. Ich glaube, mehr ertragen die Fahrgäste bis nach Braunschweig auch nicht. Ich glaube, ich sollte mal gucken, ob wir auch eine Bordapotheke haben. So, Pillen gegen Seekrankheit, Reisekrankheit allgemein. Ich glaube, die können meine Jungs und Mädels hier richtig gut gebrauchen. Warum soll man sich also anstellen? Alter, das ist eine Steuerung, ey. Wow. Dazu kommt dann immer noch die Neigung von dem Bus. Und die steht jetzt schon auf Minimum, also. Das wird hier noch richtig spannend, Leute. Richtig spannend. Ich frage mich gerade, ob man dem Spieler das Ding auf den Kopf stellen kann. So, echt testmäßig. Wo wir gerade beim Thema waren. Na, also ich muss sagen, geradeaus geht's sehr gut. Aber ich glaube, das können wir mit den richtigen Einstellungen schon beheben. Bloß jetzt ist es natürlich im Spiel. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich. Ich werde jetzt mal vom Gas runtergehen und jetzt mal auf die rechte Spur gehen, weil das geht gar nicht hier. Ah ja, du musst natürlich da jetzt. Ah! Freund! Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Da bin ich tausende von Kilometern gefahren. Im Euro Truck Simulator, im American Truck Simulator, im Bus Simulator. Und dann kam der Fernbus-Simulator. Und zeigt mir meine Grenzen auf hier. Unglaublich. Ich glaube, wenn ich das hier gemeistert habe, dann finde ich alles andere nur noch Pipifax. Also was die Steuerung angeht. Vielleicht mache ich mir so ein Shirt. I survived the Fernbus Coach Simulator. Wahrscheinlich werden meine Fahrgäste den auch tragen. Gibt's dann so als Merchandise. In Braunschweig gleich so ein Merchandise-Stand. Das Shirt zur Fahrt. I survived. Herrlich. Herrlich. So. Ah, Gott, Kinder. So, jetzt dürften wir auch Braunschweig gleich erreicht haben. Oh Wunder! Oh Wunder. So. Nichtsdestotrotz, auch wenn mich jetzt hier gerade aufregt wie ein Großer, von der Grafik her finde ich es richtig, richtig, richtig geil. Kann es immer nur wieder sagen. Ist sehr schön gemacht. Von den detaillierten Bussen, innen und außen, wie natürlich auch der Landschaft.
können gleich mal in Braunschweig gucken, ob wir da, ja, das mal dementsprechend umstellen können. Da müssten wir nämlich gleich ankommen. Also, egal was man sagen will, vom Fahrplan her sollten wir gut drin sein. Immerhin. So, die 60 fahre ich aber jetzt nicht aus. Das ist... Niederschlagsfrei, das hören wir gerne. Eieiei, was für eine Tour, Freunde. Was für eine Tour. Aber so richtig schön gemacht. Also auch die Lackierung, alles korrekt. Schon sehr schön. Im Steam Workshop gibt es ja zig Dutzende Repaints, kostenlos. Na, ich werde auch mal gucken, ob da was Nettes für uns dabei ist, bei Gelegenheit. Aber erstmal muss ich das hier mit der Lenkung irgendwie gebügelt kriegen. Das ist die schönste Lackierung, wenn wir nicht ankommen. Und eigentlich würde ich gerne auch unfallfrei am Zielort ankommen, also wenigstens mehr oder weniger. Ach, Leute. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Also, wenn es nur das ist, dann... Schwerer Unfall. Ist klar. Wahrscheinlich bin ich arbeitslos, wenn die Tour hier durch ist. Klebt noch das Blut am Kühler bei mir hier, oder was? So, Kreisverkehr. Das ist natürlich geil. Mit der Steuerung im Kreisverkehr ist ein Traum. Ein Traum in Schleiflack. Sonntagsfahrer. Hallo? Ich habe doch diesmal gar nichts gemacht. Man kann es auch übertreiben, Freunde. Also dieses Mal war ich wirklich unschuldig. Glaube ich. Wahrscheinlich steht schon so ein riesen Polizeiaufgebot an der Haltestelle. Will mich einkassieren. Liegt alles im Bereich des Möglichen hier. Wir sind auch viel zu früh. Wir sind viel zu früh. 9.56 Uhr sollen wir erst ankommen. Und es ist jetzt 9.38 Uhr. Also ich hätte wirklich viel, viel gemütlicher fahren können. Ich werde jetzt versuchen, auf dem zweiten Teil der Strecke nach Halle mich ein bisschen zusammenzureißen. Aber wie gesagt, wir werden gleich nochmal... Jetzt haben wir ja die Zeit. Insofern ja ganz gut, dass wir vielleicht ein paar Einstellungen mal rausnehmen. Die Profifahrer werden da wahrscheinlich lachen drüber. Aber da ich hier nun mal kein Lenkrad habe und das über Gamepad spiele, ja, da muss ich was machen. Weil sonst macht es doch auf Dauer keinen Spaß. Wenn man da irgendwie immer irgendwie dagegen knallt, ist ja auch für den Spielflow nicht so wirklich toll, ne? So. Wie auch immer. Wir sind... Ja, komm, jetzt im Ernst. Genau, so ein Rowdy. Ich war's nicht. Ich bin's niemals. Ach, ja, ob die wissen, worauf die sich einlassen, die da stehen. Ach, du lieber Himmel. So, Braunschweig. Da sind wir. Parkbremse rein. Dann stehen wir mal auf und... lassen die kotzenden Passagiere raus. Hallo. Na, du bist ja süß. So. Ja, nicht wieder zumachen hier. Randale.
Herzlich willkommen in Braunschweig. Ja, dann, hallo, wo willst du denn hin? Nach Halle, machen wir doch. Sehr süß, sehr süß. Aber du auch, Schätzelein. Sind ja heute nur Schneckchen unterwegs hier. Immer rein da. So. Willst du mit oder nicht? Du musst schon mit mir reden. Ach, sie will mit. Okay. Die Rahel. Hallo. Hier, mein Ticket. Vielen Dank. So, will er hin auch noch alle? Passt. Einer muss noch übrig sein. Hallo? Schauen wir mal kurz. Nicht, dass mir da einer durch die Lappen gegangen ist beim Check-in. Nee, sind alle eingecheckt. Sehr schön. Okay. Gut, dann mache ich hier schon mal die Bude wieder dicht. Ja, fahren Sie vorbei, hier gibt's nichts zu sehen. Fahren Sie weiter, bitte. Mein Gott. Leute, seid nicht so unselbstständig. So. Dann kann der Fahrer jetzt in aller Ruhe eine rauchen. Wir sind nämlich weit vor der Zeit. Und wir schauen mal schnell in die Einstellung bei der Gelegenheit. Ja. Also, dass wir hier nicht so, lass uns mal ganz kurz gucken hier. Comfort Class, achso, das ist jetzt die Steuerung. Die haben wir müssen Spiel. So, Lenkrad. Kamera beim Fahren zentrieren, automatisch zu, da ist es, automatisches Zurücklenken. Ich glaube, das ist das, was mich hier so fertig macht. Status, alles passt, 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 passt. Kommentare, ja, sonst so ruhig kommentieren, das ist okay. Geschwindigkeitsabhängige Lenkintensität. Die ist aus, glaube ich, ne? Ich mal zeigen, Untertitel anzeigen, das ist alles an, dann ist das aus, okay. Automatisches Zurücklenken habe ich deaktiviert. Das müsste so passen. Schauen wir mal. Okay, dann genießen wir jetzt ganz kurz unsere Pause. Wird, glaube ich, eine längere Pause. Da können wir hinten auch nochmal aufmachen zum Durchlüften. So, wir haben 9.45 Uhr, 9.58 Uhr soll es weitergehen. Schön. Dann können wir die Kiste auch kurz ausmachen. Wir sind ja umweltfreundlich, ne? Ja, da können wir uns das gute Stück mal näher angucken, ja, bei der Gelegenheit. Also sehr schöne Deluxe-Sitze. So schön war meiner nicht. Keiner, mit dem ich bis jetzt gefahren bin. Obwohl, nie einmal hatte ich tatsächlich den Neoplan, den Doppelstock. Den haben wir übrigens auch hier auch in der Flotte. So, gehen wir mal raus und rauchen, ja. Ist ja... Das Blöde ist immer halt, wenn man rausgeht, dann ist die Uhr weg. Na, also wir sehen ja hier rechts noch das Navi-Feld. Aber die Uhr ist weg, das ist ein bisschen doof. Na, stell dir mal vor, du machst hier draußen eine schöne Zigarettenpause, die Zeit läuft, merkst du gar nicht. Ne? Und dann bist du schon über den Fahrplan drüber. Ja, wunderbar. Dann geht's nach diesem kleinen Zigarettenpäuschen weiter nach Halle. Das ist dann auch unsere Endhaltestelle. Also ich kenne Braunschweig jetzt nicht wirklich.
Also bei Hamburg kann ich sagen, haben sie recht gut getroffen. Natürlich nicht 1:1, ne? Ist klar, bei dem Umfang des Spiels auch nicht wirklich möglich. Du kannst nicht jede einzelne Straße danach bilden. Also die Gegend um den Hauptbahnhof, das ist auch schon so, wie ich es kenne. Was ich schön finde, im Spiel ist leider noch nicht freigeschaltet, in Bayern Regensburg, da habe ich über 10 Jahre gelebt. Die Ecke kenne ich eigentlich auch noch recht gut. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wenn wir da fahren. So, schauen wir bei meinem Kollegen. Wo ist der denn? Da ist ja auch keiner am Wagen. Hallo, Herr Kollege. Der hat sich bestimmt knacken gelegt. Das ist nämlich schön mit den Lackierungen hier hinten, ne? Sieht keiner, wenn du dich hinten hinlegst, zu knacken. Ja. So machen wir das. Aber ist auch ordentlich Verkehr hier, ne? So. Aber ich musste mal gucken, was es mit diesem Bildschirm auf sich hat. So, ich gucke mal schnell auf die Uhr. 10 Minuten haben wir noch, da können wir gucken. Weil wir haben noch diesen Fahrgastmonitor. Wenn ihr jetzt mal seht, rechts auf dem Bildschirm, blopp, da kommt er raus. Aber ich glaube, der ist, für die Informationen hier, nächster Halt und wie lange noch dorthin, etc. pp. Nee, ich lasse den mal draußen. Ich würde mal gerne wissen, ob der dann in der Bewertung mit drin steht. Also solche Sachen sind meistens mit drin in der Bewertung. Deshalb, na, lassen wir den Vorsichtshalber mal drin. So, was haben wir hier noch? Die Ansage. Zielanzeige, jawohl. Heckkamera waschen. Was? Heckkamera waschen? Okay. Was wir alles haben. Ja, WLAN-Freigabe. Haltestellenbremse. Gibt's auch. Also hier sieht man so viel, was man noch gar nicht verwendet hat. Also es ist... Leselampenfreigabe. Aber tagsüber brauchen wir die ja nicht, würde ich mal sagen, oder? Okay, das Fahrgastraumlicht kann man dimmen, sehe ich gerade. Was es hier alles gibt? Was ist das Fahrerlicht? Ach so, das ist die Kabine. Ein Nachtlicht haben wir auch. So, wenn ich das jetzt mal... Wo ist der Unterschied? Nachtlicht? Hm. Ach, guck mal hier. Die Freigabe für die Steckdosen. Ach, hier, die Luken kann ich automatisch auf und zu machen. Och, jetzt echt im Ernst? Warum laufe ich denn die ganze Zeit? Also das hätte ich mir dann ja sparen können, wirklich. So, also Temperatur und so, da hat sich bis jetzt keiner beschwert. Das ist schon mal gut. Das scheint also zu passen. So, hier haben wir Ansicht direkt auf unser Armaturenbrett. Okay. Ja, schön, wofür man solche Pausen nutzen kann, ne? So, in wenigen Minuten geht es bei uns dann gleich weiter. Schaue ich mal, ich stehe mal kurz auf, ob der Monitor jetzt zu sehen ist. Weil das möchte ich jetzt mal sehen, was da drauf ist. Ach, guck mal hier. Hamburg Halle, 12:36. Nächster Halt Halle. Okay. Schön. Ach, da vorne ist noch einer. Ist ja der Hammer, was die Dinger alles haben. Aber ich glaube, das ist so ein Sonderding, Special-Ding von den größeren Bussen. Ich glaube, der Neoplan hat diese Monitore auch. Ich glaube, die kleinen MRN haben ihn, glaube ich, nicht.
Boah, noch 6 Minuten. Leute, ich will weiter. Ich hoffe mal, dass meine Korrektur jetzt was bringt beim Fahren. Das ist das Letzte, was mir jetzt eigentlich so einfällt. Was war denn nochmal Scheibenwischer? Dann kann ich nochmal schnell gucken. Jetzt habe ich die Zeit. Okay. Aber es soll ja trocken bleiben, also insofern. Also bei dem, ich sehe es jetzt gerade, also hier sind die Spiegel wesentlich besser angebracht, die Rückspiegel bei dem Modell. Also bei dem einfachen Lion King oder King's Lion von MAN, da sind die so weit außen, da muss man den Kopf drehen, um überhaupt reingucken zu können. Hier geht es auf jeden Fall auf der linken Seite ganz gut. Rechts, naja, gut, naja. Was? Tonight. Also Vorsicht mit dem Federvieh. Also teilweise sind schon ein paar coole Meldungen mit dabei. Also wie gesagt, wenn ihr das Spiel habt, holt euch das Add-on. Ist auf jeden Fall eine schöne Auflockerung während der Fahrt. Manche finden es ja auch ein bisschen monoton, ne? Nur das Motorengebrumme da während der gesamten Fahrt zu hören. Na Mädel, worauf wartest du? Auf den nächsten Bus? Das bin ich. Ja, wenn du das Ganze hier siehst, live oder natürlich auch als Wiederholung, würde ich mich freuen, wenn dir das Ganze gefällt und du mehr sehen willst. Wenn du ein nettes Follow oder Sub da lässt, da freue ich mich immer. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, für mich ist es ein Riesensupport. Danke dafür schon mal im Voraus. Also wenn du auf Simulationen stehst, bist du hier genau richtig. Wir zocken hier auf dem Kanal Train Sim World, Train Simulator. Muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Werden wir wieder nachholen in den nächsten Tagen. Dann natürlich noch Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. Und ja, seit heute den Fernbus-Simulator, mit dem ich noch ein bisschen zu kämpfen habe. Also was die Lenkung angeht. So, Gott sei Dank noch 2 Minuten. Da war ich echt viel zu früh. Also so, dieses Warten, das geht auf den Sack. Ne? Das ist wirklich, ich bin da viel zu ungeduldiger Mensch für. Ich glaube, dann fahre ich lieber langsamer jetzt. Wird bestimmt auch der Lenkung zugutekommen. So, da können wir schon mal den Motor langsam wieder anschmeißen. Dann machen wir hinten schon mal dicht. Vorne dicht. So.
So, gleich geht's weiter. So, damit wären wir abfahrbereit. Es geht weiter, wir sind aktuell in Braunschweig, warten auf die Abfahrt Richtung Halle. Wir sind unterwegs im Comfort HD, in dem kleinen. Und heute alles ohne Gewehr, ihr seht schon am Streamtitel, holt alles von der Straße, was nicht nied- und nagelfest ist, weil ich kämpfe hier noch mit der Steuerung. Also es gibt bestimmt also ein paar denkwürdige Augenblicke heute im Stream. Hallo? Feststellbremse ist raus. Wieso fahren wir nicht? Das ist genau einer dieser Momente, die ich meinte. Genau so einer. So, Türen sind alle dicht. Jawohl. Auch vielleicht sollte ich einen Gang reinlegen. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, so läuft das, Freunde. Der Spaß beim ersten Mal. Unbezahlbar. So. Hier drängeln sie sich. Das ist, drängeln wir uns mal rein. Mal sehen, ob sie uns drängeln lassen. Na? Das Radio hier Aussetzer? Ist das ein Bug oder ein Feature? Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App. Hey! Von exklusiven Alter! Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Na, die Mails möchte ich mal lesen von der Fahrt. Gute Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Also Spaß gibt's hier, aber den hab nur ich, glaube ich. Meine Fahrgäste, naja. Off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks. Also auf die Auswertung bin ich gespannt. Oder vielleicht auch nicht. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com. Or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Dankeschön. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus.
Ey, das ist unglaublich, ey. Alle Nasen lang knackt es irgendwo. Also es ist noch immer nicht das Optimum hier. Alles sehr schwammig. Ich glaube, ich nehme die automatische Rücklenkautomatik wieder mit rein. Aber es wird eher schlimmer als besser hier. Ich habe es zu sagen verschlimmbessert. Gehen wir mal ganz kurz rein und schauen uns das an. So, die Lenkkamera, die habe ich rausgenommen, genau. Automatisches Zurücklenken, okay, das nehme ich mal wieder rein. Ja, ich glaube, da müssen wir doch ein bisschen mehr Zeit für nehmen, mal zu gucken, wie wir das optimieren können. Bis dahin müssen die Fahrgäste da eben durch, ne? Ganz einfach. So, ich werde mal versuchen, das Ganze ein bisschen lockerer von der Geschwindigkeit zu gestalten, damit das hier lenkbar bleibt, das Ganze. Und wenn wir in Halle angekommen sind, die Fahrt beendet haben, dann schauen wir mal, ob und was wir da noch verbessern können. Aber immerhin, bis jetzt sind wir ja immer angekommen. Na gut, war es eine Station, aber... Wir haben sie erreicht, sogar deutlich vor der Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel vielleicht auch hat. Habt ihr auch so Frame-Drops ab und zu? Also ab und zu hat man so einen kleinen Sprung und dann läuft es aber ganz normal weiter. Also es stört jetzt nicht groß, aber es fällt ihm halt auf, ne? Ach ja, da ja das wieder. Oder ich google gleich mal, wenn wir in Halle sind. Vielleicht gibt es ja Tipps dafür, Einstellungen für den Controller. Eigentlich vielleicht so die bessere Idee, bevor ich da irgendwas blind einstelle.
So, noch 110 Kilometer bis nach Halle. Ankunft planmäßig 12.36 Uhr. Was dann auch unsere Endstation ist. Bin mal gespannt, ob wir jetzt tatsächlich nur noch Landstraße fahren. Ich meine, ich finde es ja geil, aber... Also ich fände es auch öde, wenn es wirklich nur ausschließlich jetzt Autobahnstrecken wären, ne? Das ist... Boah, auf 50 runter, Leute. Mach mich fertig. Schönes Kopfsteinpflaster. Also ist geil, der Sound dabei, ne? Der ist gut. Bordstein zu hart getroffen. Ja, Klugscheißer mag keiner. Ne? Das mal so nebenbei. So, also es scheint tatsächlich so, als wenn wir den Rest der Strecke hier fahren, auf der Landstraße. Sehr cool. Leute, ich sag's euch. Nichts für schwache Nerven hier. Also Gott sei Dank haben wir noch keine Menschenopfer zu beklagen. Also noch nicht. Aber wer weiß. Noch sind wir nicht da. 60 Kilometer noch und... Ah! Es war wieder so ein Schwimmer gerade. So. Also sorry, ganz große Sorry an allen, die gerade vorm Bildschirm, vorm Monitor sitzen und seekrank werden. Ihr seid nicht allein. Mir wird ja auch schon so langsam ein bisschen schwummerig, ey.
Hallo, wir müssen weiter, wir haben einen Fahrplan. Hallo. Auch hier die ganzen lieben Tierchen, die wir im Hintergrund hören. Herz allerliebst. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, die fehlen einfach. Zum Beispiel einblendbare Rückspiegel oder eben halt die schrittweise Erhöhung vom Tempomat. Ne? Das wäre eine tolle Sache. War der nicht gerade ein Astronom? Ich weiß gar nicht, wie ist das mit den Lenkzeitpausen? Ab wann müssen die einlegen? Weiß ich gar nicht. Habe ich auch in der Anleitung nichts gelesen, also wie die Lenkzeitpausen bei den Kollegen sind? Gut, sind aber jetzt auch nur noch 50 Kilometer. Sowohl als auch, liebe Frau, sowohl als auch. Das kann doch nicht sein. Boah, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Vor allem ist es ärgerlich, ne? Das ist... Geht ja alles in deine Bewertung mit rein, ne? Und auf der einen Seite finde ich es witzig, weißt du, aber... Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Das macht mir schon mal Mut. Ein Kollege mit hallesischem Kennzeichen. Sagt man das? Hallesischem Kennzeichen? Oder hallensischem Kennzeichen? Wie heißt es richtig? Keine Ahnung. Sind wir hier im wunderbaren Mittagsverkehr, oder was? Eieieiei. Aber schön, dass wir hier kein Schadensmodell haben. Sonst hätte, glaube ich, unser Bus schon ein paar Dellen. Sieht immer noch fabrikneu aus. Im Gegensatz zu unseren Passagieren. Ich glaube, die sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Wahrscheinlich eher ein bisschen blass und vollgekotzt. Aber was soll's, es ist ein dreckiger Job und irgendjemand muss ihn machen und ich mache ihn. So. Boah, rote Welle von einer zur nächsten, ey. Das ist mein ganz persönliches Glück. Na komm. Danke. Das ist aber mal eine Rotphase. Hallo? Geht es irgendwann mal weiter? Ach, jetzt kommt die Abbieger erstmal. Oh mein Gott. Ich brauche jetzt ein bisschen Musik zur Beruhigung.
So, 39 Kilometer, das geht in dem Spiel wahnsinnig schnell. Das heißt, in wenigen Minuten sind wir auch schon da. Aber Halleluja, ey. Ich sag's immer wieder, diese Lenkung, ey. Ich glaube, ich muss zur Beruhigung nachher erstmal wieder irgendeinen Truck-Simulator spielen. Ja, die Lenkung ist sehr schwammig. Ich muss nachher erstmal googeln, ob es irgendwie eine gute Einstellung für Gamepads gibt. Aber ich bin hier ein bisschen am Kämpfen. Aber er kommt an. Er kommt an. Wir sind kurz vor Halle. Gut, nach Braunschweig im letzten Halt musste ich den Wagen ein bisschen entkernen, weil die Passagiere waren nicht mehr ganz so frisch, glaube ich. Aber sonst... Kein Alkohol am Steuer. Ja, genau, ist klar. Die Kommentare sind aber sehr herzlich von den Passagieren hier. Na, so wirklich präzise Steuern, wie zum Beispiel bei den Truck-Simulatoren. Also das sind Weltenunterschied hier, also von der Steuerung, ne? Truck-Simulator ist dagegen wie Butter, samtweich, ja? Und das hier ist also wirklich... Ich schwitze hier, ich schwitze. Wie gesagt, ich werde, wenn wir mal die Endstation hier erreicht haben, auch mal kurz, glaube ich, bei Google reingucken, ob es da eine... empfohlene Einstellung gibt für Gamepads. Ja, mies implementiert, ist recht nah dran, ja. Ich meine, so ist es ein geiles Spiel. Also, die Grafik finde ich top, ja, und auch das Konzept ist gut. Bloß, wie gesagt, da muss ich mal sehen, dass ich hier eine Lösung finde. Weil ich möchte schon gerne weiterzocken. Also ist es nicht. Ah, bitte recht freundlich. Sehr schön. Volles Programm hier. So. Aber jetzt sind wir auch gleich da. Und ich glaube trotz allem, auch hier wieder, deutlich vor der fahrplanmäßigen Ankunft. Schauen wir mal, wo die Haltestelle ist. Ja, was eben halt ärgerlich ist, dass man unnötige Kollisionen hat. Wegen der schwammigen Steuerung, ne? So, wir stehen wo? Ach, der sieht ja geil aus, der Bahnhof hier. Der Busbahnhof. Heute wird es sonnig, aber später zieht es sich zu. Schau. Und es wird auch heute nichts vom Himmel fallen. Na bitte, geht doch. Die gefühlte Temperatur beträgt... Ja, wunderbar. Und das ist geil, egal wie scheiße du fährst, der Spruch kommt zum Schluss immer. Es ist so geil. Leute. Okay, Freunde, raus mit euch hier, raus. So, dann machen wir mal die Luken und die hintere Tür noch auf, dass die Kollegen hier ihr Gepäck und alles mitnehmen. Ist Schach schon zu Ende oder was? Ja, das ist ja das Erniedrigendste, ne? Dass die denken, dass ich gesoffen habe. Ne? Das ist... Naja, wie gesagt, sonst wirklich ein sehr schönes Spiel. Auch diese detaillierten Busse, wirklich sehr schön gemacht.
Und genau aus dem Grund würde ich es auch gerne weiterspielen. Ne? So, sind die Kollegen alle? Ja, sind alle raus hier. Wunderbar. Dann machen wir hier mal wieder alles dicht. Hier will auch keiner mehr rein. Machen wir zu hier. Jawohl. Und ich Vogel, ich mache die jetzt wieder per Hand auf. Ich hätte das von innen per Knopfdruck machen können, aber ist egal. Jetzt ist die Fahrt eh durch. Na, aber wenn du mal siehst, auch so die Städte und so, in denen du rumfährst, ist eigentlich ganz nice gemacht. Also, finde ich, kann man sich jetzt nicht beschweren. Ne? Also, am Simulationsmaßstab jetzt so, wenn man hier mal so ein bisschen rausgeht aus dem Busbahnhof. Na, hier kann man sich wenigstens zu Fuß auch mal ein bisschen bewegen. Ne? Das ist schon mal... Ich finde das nicht schlecht. Aber wenig los hier am Busbahnhof. Ne? Mehr Verkehr auf der Straße als am Busbahnhof. Busstag 1 hier. So. So, Tür zu. Fahrt beendet. Sehr schön. Okay. Dann melden wir die Fahrt mal ab und dann schauen wir mal. Jetzt gibt's was zu lachen. Die Auswertung. Jetzt gibt's was zu lachen, Freunde. Oder zu weinen. Je nachdem, ne? So. Das sieht alles gut. Also Ökonomie, alles top. Ich sehe auch gerade über 1600 EP. Das ist schon mal gut. Weil dann wird das nächste Gebiet bald für mich freigeschaltet. So, jetzt ist interessant. Service. Ich habe jedes Mal die Pausenqualität bei minus 50. Ich weiß nicht, soll ich da tanzen? Soll ich meinen Namen tanzen oder sowas? Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Keine Ahnung. Das ist also alles, bis auf die Pausenqualität, auch alles top. Verkehrsregeln. Oh oh. Okay, wir reden da jetzt mal nicht so drüber. Ja, genau. Obwohl meine Pausenqualität eigentlich mal persönlich gesehen sehr gut ist, muss ich sagen. Okay. Aber, guck mal, über 1618 EP. Ich meine, das ist ja jetzt nicht schlecht, ne? So, oh guck mal, mein Einfluss, jetzt hat sich mein Bereich vergrößert. Jetzt kann ich Berlin fahren, am äußersten Punkt, Leipzig, Erfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund. Nach oben hin, da ändert sich nicht viel, Kiel ist das oberste. Was haben wir denn da hinten? Sellin. Usedom würde mich auch mal reizen. Das ist bestimmt von der Landschaft schön. Was meinst du? Es gibt ja tatsächlich ein Express von Hamburg nach Berlin. Eine Expressroute von Flixbus, tatsächlich. Will ich mal überlegen, ob ich die mal fahre, aber nicht mit den Einstellungen. Nicht mit den Einstellungen. Also diese gute Laune-Mucke geht mir so ein bisschen auf den Senkel gerade. Das ist das Einzige, was mir an dem Spiel stört, echt. Also irgendwie sollen ja auch irgendwann Originalrouten freigeschaltet werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also mal so Originalrouten von Flixbus nachzufahren. Ach guck mal hier, das ist schon der Fernbus revisualized. Also mit abgedateter Grafik, okay.
Ja, genau, mit der Lenkung nach Berlin. Alter. Da kann ich gleich die Bahren und Liegen klar machen für Berlin, wenn wir überhaupt ankommen. No way, Alter, no way. So, pass auf. Also ich habe jetzt die Fahrzeugneigung schon auf niedrig. Also es geht so einigermaßen. Das automatische Zurücklenken hatte ich schon mal rausgenommen. Das ist noch katastrophaler als alles andere. Jetzt bin ich ein bisschen gerade am Rätsel mit der Kamerasensitivität, was sie damit meinen. Ja, mit der Empfindlichkeit ist klar, aber horizontal und vertikal, wie Empfindlichkeit? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, muss ich mir mal irgendwie einlesen. So, Lenkkamera 0. Kopfbewegungskamera beim Fahren zentrieren haben wir drin. Wenn ich jetzt das Force-Feedback rausnehme, ich nehme mal das Force-Feedback raus. Ich glaube, das macht ohne Lenkrad sowieso keinen Sinn, oder? Ja gut, du hast 2000 Kilometer Strecke, die du fahren kannst. Das in Echtzeit, das wäre ja, boah. Jetzt nimm mal, was ist ich, Hamburg-Berlin tatsächlich, diese Strecke, ja? Das, boah, nee, das wäre too much. Das wäre too much. So. Kehren wir mal zu unserer Karriere zurück. Oder, Moment, ich habe, nehme eine Strecke mit mehreren Haltestellen. Ich habe ja so ein paar schon mal hier so zurechtgewuselt. Die bin ich schon gefahren. Hier Bremen-Kassel, das wäre vielleicht eine nette Strecke. Da könnten wir mal den Neoplan ausprobieren. Ja gut, wenn du den Flight Simulator, wenn das Ding erstmal auf dem Flight Level hast, dann haust du den Autopiloten rein, ja, mit der MCPU, ja, und dann fliegt er, ja. Da kannst du ja so halbwegs sogar die Landung mit vorprogrammieren. Das ist ja easy. Da brauchst du ja wirklich nur Start und Landung wirklich mehr oder weniger da sein, ja. Ich sehe das hier bei einem Kollegen, Gott, wie heißt der hier auf Twitch, der programmiert das Ding, dann fliegt das Ding erstmal hier ein paar tausend Kilometer Richtung Singapur. Ne, der Kerl ist weg, das Ding fliegt 8 Stunden auf Automatik. Ja, da kannst du alles machen mit dem Flight Simulator. Und, aber wie gesagt, wo wir gerade beim Thema sind, ich bin sehr gespannt auf den Flight Simulator 2020. Ne, also wie du gesagt hast, ne, die Trailer sind natürlich schon heftig. Ne, also da ist was angesagt, Herr Kaloi. Ne? Ich glaube, ich probiere das einfach mal. So, jetzt, ich glaube aber, da nehmen wir den Neoplan für. Weil ich einfach Bock drauf habe. Egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. So, wo ist er? Da ist er! Der Neoplan Skyliner. Starten wir mal eine Stunde später, dass es ein bisschen heller ist. Ja, mit der System-ATC oder mit der Live-ATC? Durch User. Und da gibt es sozusagen zwei ATCs. Einmal das vom System und einmal das, was von den Usern betrieben wird. Ne? Ist er nicht schön? Der Neoplan. Ich mag ihn. Also optisch schon mal erste Sahne hier. So, die Zielanzeige schon mal aktivieren. Jawohl. Sehr schön. Finde ich immer schön, dass das so im Fenster nochmal anzeigt, dann kurz. Take me, touch me. So, Klimaanlage. So, aber ich will noch gar nicht losfahren. Ich will irgendwann noch ein paar Sachen einstellen. Beziehungsweise erstmal gucken. Küchenfreigabe. Das Ding hat eine Küche. Das ist ja der Hammer. WLAN. WC-Freigabe.
Lieseleuchtenfreigabe? Brauchen wir nicht jetzt. Hallo? Mach mal aus. Ist er aus? Ja, jetzt ist er aus. So. Fahrgastlicht unten an, das brauchen wir jetzt nicht. Es ist Tag. Fahrmonitor, Ansage. Fahrgastmonitor ein. Da ist er, jawohl. Okay. Klimaanlage ist an. Dann mal richtig einstellen hier, dass die Frostködel sich nicht wieder beschweren. So, bei 22 Grad sind sie meistens zufrieden. Dann haben wir, glaube ich, alles soweit schon mal fahrbereit. So. Yo. Dann würde ich mal sagen, rubbel die Katz. Los geht's. Ich weiß nicht, ob ich das mir jetzt nur einbilde, aber gefühlt ist es jetzt schon ein bisschen besser. So, mach das Tor auf, ich komme. Ja, deshalb frage ich ja mit dem ATC. Also ich, so ganz unbefleckt bin ich mit dem Flugsimulator ja nicht. Also den FSX bin ich ja auch eine ganze Zeit lang geflogen. Aber echt, ich habe da... Ich muss mich da so wieder reinfuchsen. Ich habe es jetzt nochmal auf die Festplatte gepackt, weil ich dachte, ach, hast mal wieder Bock zu fliegen. Ey, ich habe das alles komplett vergessen. Das ist echt schade. Ich muss mir das echt wieder neu anlernen. Was mich ärgert, in der Steam Edition hast du die ganzen Flugkurse nur auf Englisch und nicht auf Deutsch. Ich bin nun wirklich nicht schlecht in Englisch, aber das ist dann doch zu fachspezifisch teilweise. Also da, das ist doof, dass sie da nicht die deutsche Edition draufgepackt haben. Sehr schade. Ah, der ist schön. Der gefällt mir. Also hinten sieht man den Blinker kaum, ne? Das ist ja... so ein kleiner Funzel, ey. Ich glaube, dass die Einstellung jetzt nicht schlecht ist. Ist noch nicht optimal, aber deutlich besser vom Gefühl her. Also er hat auch immer noch diese Neigung, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht stocksteif stellen. Oder vielleicht ist der Bus einfach besser, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich frage mich, ob es jetzt noch Sinn macht, anzulernen, wenn ich jetzt doch in die Versuchung kommen sollte, was sehr wahrscheinlich ist, dass ich mir über kurz oder lang den neuen Flight Simulator hole. Ich weiß ja nicht, inwieweit sie da auch die Steuerung natürlich überarbeitet haben, geändert haben. Das wäre natürlich interessant zu wissen, ne? Jo. Auf jeden Fall optimal gehalten. Ah, schade, ich hätte es ein bisschen genauer geguckt. Da müssen wir schon weiter wieder hier. Na ja, mal, du kennst mich, ne? Also von Simulationen kann ich nicht die Finger lassen. Also es ist höchstwahrscheinlich gleich auf dem ersten Tag oder erste Woche, aber... Ich glaube, zwangsläufig irgendwann wird es bei mir auf der Festplatte landen, der Flugsimulator 2020. PMDG, ja, die haben sehr, sehr schöne Flieger gemacht. Oh, dieses Gebiege. Wie der da... Und ich habe es wirklich auf niedrigste Neigung gestellt, ne? Hast du eben gesehen, wie der... auf die Seite gegangen ist. Bei allem Realismus.
Aber das ist mir dann doch ein bisschen too much. Also gefühlt ist es jetzt besser geworden. Definitiv. Hier mit der Lenkung. So, jetzt biegt er sich gleich wieder in die Kurve. Stopp! Den Fehler habe ich nämlich vorhin gemacht. Da bin ich gleich mal aus der Kurve rein in die erste Bucht, was natürlich schon bemerkenswert ist als Anfänger, aber das war nicht der Sinn der Sache. So. Ladies and Gentlemen, da sind wir. Klar zum Boarding. Also Neoplan ist schon ein schöner Bus. Das ist... Hallo? Achso, der hat die... Hinten die... Frachtluken. Na, geht auf? Ja. Alles noch in Handarbeit hier vom Chef persönlich erledigt. Na, der geht nicht, oder was? Okay. Ja, reicht ja auch, ne? So, Ladies and Gentlemen, einchecken bitte. Achso, wir müssen erstmal einloggen. Ja, man kann da schon viel machen, ne? Mahlzeit, mein Ticket. Dankeschön. Ja, das ist gut. Danke sehr. Grützi, ich benötige noch ein Ticket. Was heißt hier Grützi? Wir sind hier in Hamburg, das ist Moin Moin. Wann lernt ihr das? Unglaublich. Na, Schätzele? Nach Paderborn. Nach Bremen, jawohl. Paderborn. Kaiserslautern, da bist du falsch, Schatzi. Tut mir leid. Osnabrück. Ich weiß, so bin ich. Die Freundlichkeit in Person hier. Mit unserem Hamburger Charme. Oh. Können Sie das bitte nicht machen? Ich muss irgendwo anders hin. Mahlzeit, bitte sehen. Dankeschön. Ich komme nicht so nah hier. Haben wir schon mal zusammen getrunken? Nee. So, also die beiden bleiben da. Ihr bleibt schön, wo ihr seid, Kinder. So. Jetzt bin ich gespannt, wie das läuft mit der Fahrt. Also jetzt zum Anfang, wie gesagt, fühlte sich das deutlich besser an vom Lenkverhalten. So, jetzt schauen wir nochmal, ob hier alles richtig ist. So, Kassel. Über. Na komm. Geht das ein bisschen schneller? So langsam liest doch kein Mensch, oder? So, Kassel über Bremen, Osnabrück ist klar. Bielefeld. Und? Paderborn. Ich glaube, dazwischen dürfte dann auch nichts mehr kommen. Ja, okay. Passt. Dann mal rein in die gute Stube hier. Busfahrgeselle bin ich jetzt. Ich bin zutiefst gerührt. So, jetzt schauen wir mal, ob die Monitore funktionieren, die ich hier ausgefahren habe. Da sind sie. Okay, mit Fahrgastinfo. Sehr schön.
Ist ja richtig Deluxe, das Teil hier, ne? So, dann machen wir mal die Bude dicht. So, sind alle Türen dicht. Ne, die hintere ist noch offen. So. Abfahrt um 8.02 Uhr. Da habe ich... Der Schalker Nico folgt mir. Das finde ich sehr nett von dir. Dankeschön. Danke fürs Followen. So. Und, ja. Musiksender passt auch. Ich bin jetzt gerade arbeitslos, kurz für 2 Minuten. Das ist doch auch schön. Also zur allgemeinen frohen Kunde nochmal. Wir fahren von Hamburg, Zopp natürlich, meine Heimat, also ursprüngliche Heimat Hamburg, nach Bremen, also über Bremen, Osnabrück, Bielefeld und Paderborn nach Kassel-Wilhelmshöhe mit Anschluss an den Bahnverkehr, ne? Ist klar. Checken wir uns schon mal ein für die Fahrt. Das kann schon mal nicht verkehrt sein. Tickets haben die ganzen Baggerluten. Da macht der Fahrer doch mal kurz das Seitenfenster auf und raucht noch schnell eine. Und dann legen wir auch schon los, Leute. Also was witzig ist, es sind ein paar Städte dabei, wo ich auch gelebt habe. Wie gesagt, bin ja ursprünglich Hamburger. Also das hier ist wirklich 1:1 der Zopp, der aktuelle. Ich habe über 10 Jahre in Regensburg gewohnt. Regensburg ist ebenfalls mit dabei. Ist noch nicht freigeschaltet, aber ich habe es gesehen, ist dabei. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Die Ecke kenne ich auch noch sehr gut. Was man da wiedererkennt. Also bis jetzt finde ich, sie haben sich da also auch schon Mühe gegeben. Hier hinten vorne sehen wir so ein bisschen durch Schild verdeckt den Fernsehturm von Hamburg und so. Da vor ist dann der Hauptbahnhof. Da fahren wir gleich nochmal vorbei. Ach, wisst ihr was? Ich muss euch was zeigen. Hamburg hat ein Nahverkehrsproblem. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich finde das wirklich hammerhart, wie die ihre eigene U- und S-Bahn sabotieren. Das muss ich euch zeigen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Marketing-Gag vom Hamburger Verkehrsverbund oder von den Kollegen von Flixbus. Ich weiß es ja nicht, ne? Aber das ist die Initiative für Nutzt den Bus. Die haben einfach alle Zugänge zugemauert zur U- und S-Bahn. Finde ich geil. Ist, ja, ist übrigens überall so in Hamburg. Ja, also jedenfalls hier. Finde ich sehr nice. Ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen, aber... So, Tür zu. Das musste ich euch mal zeigen. Yokama, bis zum nächsten Mal. Übrigens, Schalker Nico, es gibt auch eine Mannschaftsbus-Edition von dem Fernbus. Schon gesehen? Das ist ja fast ein eigenes Spiel, ne? Da musst du die Mannschaften zu ihren Saisonspielen fahren. Ich habe es nur oberflächlich gesehen, aber natürlich mit den Originallackierungen, ne? Unter anderem auch Schalke. Das ist bestimmt auch ganz witzig. Schauen wir mal, wenn das hier klappt. Ich bin immer noch ein bisschen am Hadern mit der Steuerung hier. Aber ansonsten finde ich es schon geil. Also macht Spaß. Also wenn du Bock hast, wir zocken hier ja viele Simulationen, also auch so Truck Simulator, ne? Also American Truck Simulator, Euro Truck Simulator, Train Simulator, Train Sim World und manchmal auch völlig andere Sachen, zum Beispiel The Walking Dead, zocken wir regelmäßig hier. Muss mal sehen, ob ich das morgen schaffe mit der nächsten Folge, die wird schon wieder fällig. Aber wäre cool, wenn du mit dabei bist. So, jetzt müssen wir noch ein Minütchen warten. Ein Minütchen, dann geht's los hier.
Sollen wir sehen, gibt es da eine eingeplante Pause? Bremen Busbahnhof 15 Minuten. Bielefeld hat auch nochmal eine 15 Minuten Pause, okay. Dann legen wir mal los. Unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch. Weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard. To share your suggestions, ideas, and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Blut für den Blutgott! Was? Was geht ab? Blut für den Blutthron! Ach du lieber Himmel, was haben die sich mit Scheiß einfallen lassen? Unglaublich. So, haben wir was hinten ranhängen oder was? Der kommt nicht in die Hufe hier. So, jetzt kriege ich mir mit 8 km in der Stunde durch die Gegend.
frag mich, woran es liegt. Keine Ahnung. So, jetzt werden wir nochmal den Gang wechseln. Also Leute, so wird das nichts. Okay. Wir gehen nochmal ins Menü. Was ist denn da los? So, die Steuerung haben wir jetzt einigermaßen hingekriegt. Dafür habe ich jetzt den Bus hingekriegt. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, für heute reicht es auch mal ein bisschen. Wir sehen uns wieder in den nächsten Tagen. Morgen, wenn nicht alles schief läuft, geht's wieder The Walking Dead. Um 19 Uhr geht es los. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, Ginkowski. Euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.